Willkommen bei Metropolis. Heute geht es darum, was man anders machen kann. Zu Algerien treffen wir den Autor Boualem Sansal. Kleider für Männer? Warum nicht? Wenn sie von Alejandro Gomez Palomo sind? Eine Kunsthalle wie ein Schuppen. New York hat jetzt wohl den besten. The Shed. Doch zuerst besuchen wir die Metropole Paris. Zugegeben, wir wollten eigentlich nach Algier. Aber kein Visum für uns. Eine Erfahrung, die wir mit vielen teilen. Und so hat es uns nach Paris verschlagen. Hier leben auch viele Algerier. Sonntags in Paris auf dem Platz der Republik. Die algerische Diaspora zeigt Flagge. Seit Februar geht das schon so. Jubel und Solidarität für die algerische Revolution. Millionen Algerier leben in Frankreich. Hunderttausende in Paris. Was in Algerien geschieht, findet hier besondere Resonanz. Und umgekehrt. Die alte Achse. Paris-Algier. Algier am 22. März. Millionen Menschen auf den Straßen. Sie fordern den Abtritt des Regimes und einen demokratischen Neuanfang. Sie haben einiges erreicht. Im April stürzen sie Präsident Bouteflika. Jetzt verhindern sie Neuwahlen innerhalb der alten Riege gegen die Militärs. Die Zukunft von über 40 Millionen Menschen lässt keinen der Algerier kalt, die wir in Paris treffen. Hier ist jetzt mehr denn je der heiße Draht nach Algier zu spüren. In der Nähe des Gare du Nord hat Kader Atia ein Forum für die Diaspora eingerichtet. Eine Diaspora, die ihr Mutterland unterstützt, ist unerlässlich. Sie sprach mit den Pariser Intellektuellen, mit Sartre und Henri Alleg, der sagte, dass in Algerien gefoltert wurde. Das kam ans Licht durch Menschen, denen es gelang, da rauszukommen und die das hier aussprachen. Die Kolonie. So taufte Kader diesen Ort, weil die Kolonialmacht Frankreich Algerien erst 1962 nach einem erbitterten Krieg in die Unabhängigkeit entließ und seither nicht mehr darüber spricht. Das war sehr wichtig, dass die Kolonie in Paris entsteht. Ein Ort, wo meine Landsleute hinkommen und sprechen können. Sie haben am offiziellen Diskurs in Frankreich keinen Anteil. Die Geschichte des Kolonialismus ist von den Eroberern geschrieben worden. Man muss wissen, dass sich in der algerischen Diaspora Menschen mit ganz unterschiedlichen Profilen versammeln. Manche sind vor 2 Jahren nach Frankreich gekommen, andere vor 20. Manche haben das Glück, einen französischen Pass zu besitzen, zusätzlich zu ihrem algerischen. Man nennt sie die Binationalen. Es gibt solche, die durch und durch französisch sind, aber ihr Blut, ihr Herz ist algerisch. Sie sind im Exil aufgewachsen und mit der Frustration ihrer Eltern geimpft. Sobald etwas in Algerien passiert, löst das etwas in ihnen aus. Und das tut auch die Kunst von Kader Atia, die vielfältig ist, menschlich, weltoffen inspiriert. Sein Atelier hat der Künstler, der in Algerien und Paris aufwuchs, inzwischen nach Berlin verlegt. Paris ist teuer und stressig. Was ihn hier hält, sind die Debatten in seiner Kolonie. Zum Beispiel diese. Was muss diese Revolution in Algerien für die Frauen dort bringen? Man kann sich weder eine Revolution noch eine echte Emanzipation Algeriens vorstellen, noch einen Übergang ins 21. Jahrhundert, ohne diese Ungleichheit zu beenden, die die gesamte Gesellschaft lähmt, bremst und ihr schadet. Bonjour, ich bin Lola. Ich bin nach Frankreich gekommen wegen der Situation der Frau in Algerien. Aber meine Arbeit kreist immer wieder um Algerien, weil es mir am Herzen liegt. Am 8. März, zum Internationalen Tag der Frau, ist die Fotografin zuletzt in Algier gewesen.
Ich habe Frauen gesehen, die sich Polizisten entgegenstellten. Das hat mich total gefreut, weil es mir zeigt, dass die Frauen ihren Platz in der Öffentlichkeit zurückerobern. Sich frei in der Öffentlichkeit bewegen zu können. Für Lola ist das der größte Vorteil in Paris. Als ihr gefragt habt, wo ich fotografieren möchte, habe ich überlegt. Und da kam mir Barbès in den Sinn. Die Metrostation Barbès ist ein Ort, wo sich die jungen Haraga treffen. Jungs aus Algerien, ohne Papiere, die Aussteiger. Auf die möchte ich aufmerksam machen. Denn vor denen haben die meisten Angst. Ihr Ruf ist übel, aber auch in ihnen steckt etwas Liebenswertes. Das geht mir ans Herz. Diesen Jungs hat der Rapper Soul King die Hymne der Revolution auf den Leib geschrieben. Verzeiht, dass es mich gibt. Die Fotos in einer Pariser Straße zu zeigen, wo jeder vorbeikommen und sie sehen kann, ist eine Maßnahme gegen die augenblickliche Unterdrückung der Medien in Algerien. Das Internet in Algerien wurde massiv gedrosselt. Rue Chapon im 3. Arrondissement. Wir treffen den Künstler Massinissa Selmani, der seit über 10 Jahren in Frankreich lebt und sich von Zeitungsfotos inspirieren lässt. Auf Occhi in Vesos Biennale in Venedig kamen Massinissas Zeichnungen das erste Mal groß raus. Eine Gratwanderung zwischen Humor und bitterem Ernst. So bin ich aufgewachsen, mit dieser Komik und dieser Tragik. Das prägt, das werde ich nicht los. Ich war kürzlich in Algier zur Großdemonstration am 22. März. Ich war baff, als ich durch das Stadtzentrum lief. Was mich am meisten berührte, war dieses Gefühl einer neuen Verbundenheit miteinander. Mir war, als hätte ich Algerien wiederentdeckt. Damit hatte Massinissa nicht mehr gerechnet. Was mich besonders begeisterte, war diese Energie, wie eine Wiedergeburt. Man hat sich neu kennengelernt. Wir sind noch nicht so gut organisiert, die Künste verständigen sich noch nicht genügend. Aber zweifellos entsteht da gerade etwas. Und die Filmemacher gehen voran. Es gibt nicht viele Filme aus Algerien, die wenigen aber sind stark. Ce pays est trop abîmé, sa mère. Je veux pas lui donner mon fils. C'est ici que ça se passe. Von den Konflikten einer Mutter, sie heißt Emel, erzählt der Film Die Seligen von Sophia Jama. Ich will Filme machen. Das hat mich automatisch nach Paris gebracht. Als Filmemacherin eine logische Entscheidung. Hier sitzen die Produzenten, die Institutionen, hier gibt es Fördermittel, hier gibt es Weiterbildung. Kulturpolitische Unterstützung, die Sophia in Algier nicht findet. Alle paar Wochen pendelt sie deshalb. Ihre wichtigste Anlaufstelle in Paris, das Haus der Autoren. Eine Einrichtung, der ich viel verdanke. Hier entstand das Drehbuch zu Die Seligen. Und hier fand sie die Unterstützung, die ihr schließlich zum Filmfestival in Venedig verhalf. Das schmeichelt mir natürlich. Und auch, dass der Film in Belgien, in Frankreich und international rauskam. Am dringendsten aber ist mir, dass der Film dahin zurückkehrt, wo er entstanden ist. Ich möchte nicht nur Filme machen über mein Land. Ich möchte, dass sie dort gesehen werden. Emil zum Beispiel, die will, dass ihr Sohn nach Europa geht. Glaubst du wirklich, du kannst dich mit solchen Noten in Europa bewerben? Träumst du oder was? Keine Uni wird dich akzeptieren. Das ist dein Plan.
Mir geht's gut hier. Ich will nicht weg. Es gibt viele Dinge, die du jetzt noch nicht siehst hier, die dir aber schon bald unerträglich erscheinen werden, das schwöre ich dir. Ich weiß, wovon ich spreche. Du wirst andere Leute treffen. Du wirst Arbeit finden. Der Film spielt nach dem Bürgerkrieg bei uns, über den man nicht spricht, für den keiner die historische Verantwortung übernommen hat, den man gelöscht hat. Das hinterließ ein Gefühl des Scheiterns, tiefgreifend. Und so kommt es, dass eine Mutter wie Amel denkt, dass keine Zukunft möglich ist. Ihre Hoffnungen sind so enttäuscht, ausradiert durch das System, das alte Regime. Und so ist es im Grunde heute noch. Eine Ausweglosigkeit, die ursächlich ist für diese Revolution. Sofiane Saidi, der Prinz des neuen Rai, lebt bereits seit 20 Jahren in Paris. In Paris ist jeder ein bisschen im Exil. Alle kommen von irgendwoher und jeder hat seine Geschichte. Man baut sich eine neue Identität. Mir hat Frankreich das Leben gerettet. Ich verließ Algerien 1990, nach den Aufständen vom Oktober 88. Die Situation war bedrohlich für alle Algerier. Wir nennen es die schwarze Periode. Ich hätte in dieser Situation nicht leben können. In Frankreich wollte ich etwas anderes weitergeben: unsere Musik. Etwas vom Besten und Schönsten aus Algerien. Das, was uns gestärkt hat. Das versuche ich zu teilen. Das, was uns am Leben gehalten hat. Das, was schön ist. Das ist unsere kleine Rolle als Künstler. Botschafter seines Landes sein, wenn man unterwegs ist. Bei allem, was man macht. Und seine neue Heimat Paris? Wie hat die sich verändert? Der wahre Reichtum von Paris ist seine kulturelle Mischung. Darin liegt die größte kulturelle Attraktion. Ich fürchte aber, dass in den letzten Jahren einiges davon verloren ging. Alles wird immer komplizierter. Die Stadt verschließt sich zunehmend mit Gesetzen, mit Einschränkungen. Paris verliert an Charakter dadurch. Meine Botschaft also an alle Pariser Bürger: Hört auf, euch zu verschließen. Paris, Heimat von Algeriern, die Flagge zeigen für eine Revolution, die unsere Werte hochhält. Freiheit und Menschenrechte. Gut, dass sie uns daran erinnern. Kani, c'est ça? Algerien frei, demokratisch und rechtsstaatlich. Keine Militärregierung. Irgendwie ansteckend. Literatur. Wir folgen der Revolution, jetzt in Algier. Journalisten aus dem Ausland sind unerwünscht. Wir haben es trotzdem geschafft, den Schriftsteller Bourlem Sansal zu befragen. Denn die algerische Revolution findet statt. Getragen von einer Welle der Euphorie. Wird das reichen für echte Veränderungen? Es ist höchste Zeit für den nächsten Schritt.
Euphorie ist ein Moment, nicht von Dauer. Wir müssen jetzt schnell handeln, versuchen tatsächlich Macht zu übernehmen und das neue Algerien aufzubauen, die zweite Republik. Boumerdès, hier lebt Sansal. Er ist 70 Jahre alt und hat sein Land in den Abgrund rutschen sehen. Wie seinem Volk die Freiheit abhanden kam, durch Islamisten und den Staat, hat er in vielen seiner Romane seziert. Für dieses Interview haben wir ihm junge Kollegen aus Algier geschickt und damit eine überfällige Begegnung ermöglicht. Die meisten Jungen nämlich kennen Sansal kaum. Denn der, bei uns gefeiert, wurde vom Bouteflika-Regime geschmäht und isoliert. Mit Bouteflika sind wir noch längst nicht fertig. Physisch ist er zwar weg, eigentlich ja schon seit 6 Jahren, aber seine Mannschaft ist noch da. Seine Verwaltung, seine Armee, seine Generäle, da hat sich nichts verändert. Das Volk revoltiert, besetzt die Straßen, aber das Regime hat sich keinen Millimeter bewegt. Sich von Bouteflika und seinem Regime zu befreien, ist nur eine klitzekleine Etappe. Auf die nächste Etappe kommt es an. Wir müssen uns von der Religion befreien, Staat und Religion trennen. Die aktuelle Euphorie prallt ab an Sansal. Zu genau hatte er hingeschaut, nüchtern und messerscharf das Geflecht zwischen Staatsideologie und Religion auseinandergenommen. Eine Klarstellung ist ihm jetzt aber wichtig. Ich bin kein Kritiker. Ich bin Wissenschaftler, schon von meiner Ausbildung her. Ich versuche, Situationen zu untersuchen. Sei es physikalisch, gesellschaftlich oder politisch, rein wissenschaftlich. Ich nehme einen Stein, ich lasse ihn fallen, ich stelle fest, er fällt. Das ist alles. Anders in diesem Buch. Postlagernd Algier, ein offener, zorniger Brief, den er vor über 10 Jahren an seine Landsleute schickte. Eine Klage über Agonie und Sprachlosigkeit, ein Appell, sich zu erheben. Ist der Brief jetzt angekommen? Das ist vielleicht mein kleiner Beitrag zur Revolution heute. Ich bin wirklich stolz auf dieses kleine Buch. Das Regime begriff damals sofort, dass es ein Aufruf zur Revolte war und hat es verboten. Trotzdem, es zirkulierte. Viele haben es gelesen und darüber bin ich glücklich. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das, was ich darin gesagt habe, so schnell eintritt. Und jetzt ist er da, der lang ersehnte Volksaufstand. Vor dem Postamt in Algier und im ganzen Land versammeln sich jeden Freitag Hunderttausende, die ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen wollen. Das Volk muss jetzt seine Vertreter wählen, am besten aus den eigenen Reihen. Ich persönlich glaube aber, dass wir in Zukunft noch eine viel bedeutendere Revolution erleben werden, nämlich den Aufstand der Frauen gegen die Religion. Sie sind die ersten Opfer der Religionen, sei es im Christentum, im Judentum, im Islam oder bei den Buddhisten, Hinduisten, überall. Und schon ist er seiner Zeit wieder voraus. Sansal beobachtet die Dinge im großen Zusammenhang. Mode. Von der Geschichte lernen kann auch ganz anders gehen. Der spanische Modemacher Alejandro Gómez Palomo entfaltet eine geradezu barocke Pracht. Posadas, bei Córdoba im ländlichen Andalusien. Weit weg von den Zentren der Modebranche. Und doch entstehen vielleicht gerade hier einige der faszinierendsten Entwürfe der Gegenwart. Hier finde ich Zeit und einen Rückzugsort. Ich glaube, dass es für meinen kreativen Prozess sehr wichtig ist, nicht von allen möglichen Meinungen kontaminiert zu sein. Wer also den 27-jährigen Designer verstehen will, muss ihm dahin folgen, wo er sich zu Hause fühlt. Das ist ein wunderschönes altes Haus, in dem schon meine Mutter gearbeitet hat. Voller schöner Erinnerungen. Der perfekte Ort für ein Atelier. Was das Konzept seines Studios so außergewöhnlich macht, ist der Mut, die Spielräume der Geschlechter neu auszuloten. Verschiedene Rollen auszuleben. Statt gewohnter grauer Anzüge, grenzenlose Freiheit.
Mode war immer was für Frauen. Als ich klein war, wusste ich nicht, wie ich Mode leben soll. Ich liebe Mode, vor allem sie selbst zu tragen, damit zu experimentieren und sie als Mann zu erfahren. Seine Kollektionen führen durch verschiedene Epochen. Jede öffnet eine neue Wunderkammer. Als ich verstand, dass Männermode wichtiger wird und ich meine Gedanken und Erinnerungen auf eine Männerkollektion übertragen kann, da hat es Klick gemacht. Und es ging los. So schreibt er die Geschichte der Männermode genau dort weiter, wo sie in der Vergangenheit stehen geblieben ist. Schauen wir zurück in die Geschichte. Männer haben all diesen Luxus getragen. Federn, Make-up, Schuhe mit Absätzen und die teuersten Materialien. Wir haben diese Konzepte des 16., 17., 18. Jahrhunderts, den barocken Stil Ludwigs des 14. übernommen. Es ist Teil meiner DNA. Aber ich spiele auch mit dem, was für Männer und Frauen etabliert ist, und bringe es durcheinander. Einen intimen Blick auf sein Œuvre gewährt der Designer jetzt mit einem Bildband. Auch Musikstar Beyoncé zählt zu seinen Bewunderinnen. Das Buch erzählt meine Perspektive. Ich habe es nicht geschrieben, aber meine Geschichte meinem Freund erzählt, der alles gesammelt hat. Es ist ein sehr persönlicher Blick darauf, wie wir angefangen haben. Für Alejandro Gomez Palomo bedeutet Teamwork alles. Familienangehörige, Freunde, Mitarbeiter aus verschiedenen Ländern wirken hier in Posadas eng zusammen. Es ist ein sehr familiärer Job. Wir haben einen Vater gesehen, der mitwirkt. Wir alle leben und arbeiten hier 24 Stunden, jeden Tag. Wir vertrauen einander. Es ist wie eine große Familie. Ein Einzelner kann es vielleicht auch schaffen, wenn wir aber eine Community bilden, ist unsere Stimme lauter. Und so gewinnen alle gemeinsam den Mut, sich mit der spanischen Identität und der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Erleichtert vom Ballast der Franco-Diktatur, den Ängsten der jüngsten Wirtschaftskrise. Eine positive Gegenbewegung. Offen für die internationale Bühne. Wir wurden erst nach New York eingeladen. Dann wollten wir es unbedingt in Paris probieren. Paris scheint unser Platz zu sein. Es ist das dritte Mal, dass wir dort eine Show zeigen. Wir fühlen uns sehr geehrt, zu dieser Welt zu gehören, von der ich immer geträumt habe. Und schon ist er in Paris, bei den Vorbereitungen für die diesjährige Fashion Week. Seine Kollektion wird gleich am ersten Tag der Modewoche gezeigt. Ort der Präsentation: die spanische Botschaft mit ihrer prachtvollen Kulisse. Passend zum Motto der neuesten Show: Pompeji. So weit ist der Designer bisher noch nie in die Vergangenheit zurückgereist. Allerdings steht Pompeji hier sinnbildlich für die kommende Zeit. Eine Wiederentdeckung vergessener Schönheit. Inspiriert von römischer Wandmalerei. Die Kollektion erzählt von der Männermode der letzten Jahre. Davon, dass sie eingeschlafen war, etwas sehr Traditionelles geblieben ist und nun aufwacht. Es ist ein sehr interessanter Dialog zwischen Vergangenheit und Zukunft. Anerkennung und Erleichterung nach der Show. Die Palomo-Familie teilt den Erfolg. Die nächste Saison kann kommen. Jeden Sommer wieder präsentiert die ehemalige Karlshütte in Schleswig-Holstein eine große Ausstellung. In diesem Jahr auch französische Künstlerinnen. Das hat uns neugierig gemacht. Zeitgenössische Kunst in einer alten Eisengießerei. Was für ein Ort. Hier kann man noch den Fabrikgeruch von fast 200 Jahren atmen. Und diesmal besonders viel Kunst aus Frankreich erleben.
Der Kurator des französischen Länderpavillons war begeistert, als er die Hallen zum ersten Mal sah. Le lieu est une scénographie en soi. Dieser Ort ist an sich ja schon eine Bühne. Wir spielen damit. Manchmal gehen wir dagegen an. Aber auf jeden Fall beziehen wir uns ständig darauf. Wir bewegen uns nicht in einem neutralen Raum. Und nicht neutral zu sein, das bedeutet für mich jedes Mal mehr Kreativität, mehr Erfindungsgeist. Also insgesamt mehr Freiheit. Jérôme Cotinet-Afaïs hat schon viele große Ausstellungen kuratiert. Unter dem Titel Some of Us zeigt er diesmal ausschließlich Arbeiten von jungen Frauen. 171 künstlerische Statements aus ganz Frankreich. Die Herausforderung bestand darin, ein Panorama der französischen Kunstszene herauszustellen. Also wirklich vollständig den soziologischen Wandel zu zeigen. Die Künstlerinnen sind da und sie sind definitiv wichtig. Das Künstlerduo Elsa und Joanna. Ihre Wege kreuzten sich vor 5 Jahren in New York. Seitdem fotografieren sie sich gegenseitig und tauchen dabei in ganz unterschiedliche Rollen. Wir haben uns sehr für die Unbekannten interessiert, also diejenigen, denen wir jeden Tag begegnen, die irgendwie zu unserem Leben dazugehören, zu unserem Alltag, aber die wir natürlich nicht ansprechen. Es geht um Wahrnehmung und Projektion. Dafür inszenieren sie Stereotypen, die gleichzeitig etwas Verletzliches, zutiefst Menschliches ausstrahlen. Wir erschaffen diese Figuren ganz instinktiv. Das ist schon fast magisch. Manchmal haben wir sehr konkrete Ideen, doch die Rolle kann sich auch verändern, je nach Perücke oder Kleidung. Das Interessante ist aber, dass wir, sobald wir eine Figur haben, die zweite finden müssen, weil es nur so funktioniert. All diese Bilder sprechen natürlich nicht jeden Menschen an, aber jeder kann wenigstens eins finden, was bei ihm eine Empfindung, ein Gefühl auslöst, eine Erinnerung, eine Sehnsucht, eine Melancholie. Und dann kann er sich vielleicht sagen, ach ja, so war also meine Wahrnehmung von dem anderen und ich war mir dessen nicht einmal bewusst. Frauen haben es nach wie vor schwer, sich auf dem Kunstmarkt durchzusetzen. Umso erstaunlicher, dass ein männlicher Kurator ihnen diese große Ausstellung widmet und ausschließlich Künstlerinnen in den Fokus stellt. Für mich ist das im Grunde genommen ganz natürlich. Seit vielen Jahren gibt es in den französischen Kulturzentren das Vorhaben, junge Künstler und vor allem auch junge Künstlerinnen zu präsentieren, sie sichtbar zu machen. Auf jeden Fall ist die Begabung vorhanden und die Ausstellung zeigt genau diesen Stand der Dinge. Kunst von Eva Nielsen. Sie ist Fotografin und Malerin, hat mit dem Siebdruck eine Möglichkeit gefunden, diese unterschiedlichen Techniken zu verbinden. Ihre Gemälde, sie haben etwas Magisches, laden ein zur Kontemplation. Und zur Frage nach unserer Beziehung zur Landschaft. Das stimmt. Was mich wirklich interessiert, das sind Objekte in der Landschaft, die fast unattraktiv sind, die man fast übersieht. Wir sind umgeben davon. Sie sind Teil unseres Alltags. Wir begegnen ihnen auf unserer täglichen Strecke, aber wir nehmen sie nicht mehr wahr. Und ich mag dieses Prinzip, dass die Malerei sie plötzlich in den Vordergrund stellt. Es sind fast Porträts von Objekten. In dieser Videoinstallation geht es um Amazonen, Frauen in Chicago. Sie hat dort vor 2 Jahren gelebt und war überwältigt von der Größe dieser Stadt, Justine Pluvinage. Diese unendliche Weite hat mich sofort an amerikanische Western erinnert. Daher entstand die Idee, die Stilmittel eines Western zu verwenden, aber einen modernen Western zu realisieren, mit zeitgenössischen Kriegerinnen. Sie
Sie porträtiert 8 unterschiedliche Frauen, denen sie auf ihren Streifzügen durch die Stadt begegnet ist. Ich möchte eine Stärke zeigen. Eine Stärke, die aus einer inneren Freiheit kommt, aus einer gewissen Emanzipation. Für mich sind alle diese Frauen schön, einfach weil sie da sind. Für sich. Dafür sind sie da. Es klingt paradox, aber ihre Unterschiedlichkeiten ergeben eine Art von Einheit. Und genau das hat die Ausstellung geformt. Dieses Spiel mit den ästhetischen Zusammenstößen, damit jede ihren Platz einnimmt und eine gewisse Autonomie erhält, obwohl sie so viele sind. Vier von 171. Wo haben Künstlerinnen zurzeit so viel Raum wie hier? Architektur. Architektur. New York hat einen zentralen Ort in der City nicht verkauft, sondern für die Kunst reserviert. Ein neuer Schuppen. The Shed. Good morning and welcome. Ich bin Dan Doctoroff und ich habe das Privileg, der Gründungsvorsitzende des Direktoriums von The Shed zu sein. The Shed, der Schuppen. Untertrieben, aber passend für das ehemalige Bahngelände, heute teuerste Gegend in New York, und weise, den Platz für die Kultur zu sichern. Als die Geschichte des Shed 2005 begann, war es nichts weiter als ein Stück Land auf einer Karte. Ein Platzhalter für eine noch zu definierende kulturelle Institution. Wir hatten damals nicht die geringste Idee, was daraus werden würde. Die Architektin Liz Diller war mit der Realisierung der New Yorker High Line weltbekannt geworden. Eine ehemalige Hochbahntrasse, die in eine geniale Parkanlage umgewandelt wurde. Nun das Nachbargrundstück. Es ging nicht nur um eine eigenständige Idee für ein neues kulturelles Gebilde, sondern darum, wie wir New York verbessern und etwas von der Produktivität zurückbringen könnten, die es nach den 70ern und 80ern verloren hatte. New York war damals das Weltzentrum der Kunstproduktion. Heute ist es das des Kunsthandels. Wir wollten dazu beitragen, es wieder mehr der Produktion und neuen bahnbrechenden Konzepten zu öffnen. Das war uns sehr wichtig. The Shed sollte ein multifunktionaler Baukasten werden für alle Arten von Kunst und Kultur. Ein Laboratorium, das wie einst das Centre Pompidou überrascht. Ein vitales Multiplex-System mit variablen Räumen. Es besteht aus 3 Ebenen für Ausstellungsräume und einer zusätzlichen Fläche. Man kann diesen Schuppen nach Osten verschieben, in diese Position, ein wenig mit dem Hauptgebäude überlappend, aber mit einer Theaterbrücke, von der alles Mögliche herabgelassen werden kann. Wir stellten uns einen flexiblen Grundriss vor und darauf ein Gebäude, das sich ausdehnen und zusammenziehen lässt. Extra groß, wenn gebraucht, aber wenn nicht, macht es sich klein und verbraucht weniger Energie. Die Halle hat eine Höhe von 40 Metern. Der Schall von Rockkonzerten muss sich ausbreiten können. Fährt man das Dach ein, wird diese Halle eine Open-Air-Bühne. Ich wollte nicht nur Platz für die bildenden, sondern auch für die darstellenden Künste und Pop, was Konsequenzen hatte für die Erweiterung und das Fassungsvermögen der Halle. Und das hat zu dem wunderbaren Entwurf von Liz beigetragen. Alex Poots wollte also ein Zentrum für spektakuläre Kunstevents. Spektakulär durch das Zusammenwirken berühmter Künstler aus verschiedenen Disziplinen. Die Leute fragen immer, ist es ein Museum, eine Bühne, eine Galerie? Es hat ein bisschen von allem, ein neuer Raum.
Es ist ein Ort für alle Künste, aus allen Bereichen und deren Zusammenwirken. Und darum wissen wir nicht, was entstehen wird. Aber genau das ist doch die wunderbare Herausforderung, einen Ort für eine Zukunft zu schaffen, die wir nicht vorhersehen können. Über Rolltreppen gelangt man in die Geschosse, die fixe Ebenen mit versenkbaren Wänden haben. Die Künstler Steve Reich, Gerhard Richter und Avo Perth haben exklusiv nur für diesen Ort ein Werk geschaffen, das Ausstellung, Performance und Konzert zugleich ist. Ich weiß, was Reich und Avo wollen und was Richter will. Und darum können wir ein Umfeld schaffen, durch das sie der Institution vertrauen. Und ich denke, Vertrauen ist heute der entscheidende Faktor. Meine Idee war es, den Chor in Alltagskleidung unter die Besucher zu mischen, wenn die den Raum betreten. Die gehen herum, sehen die wunderbaren Werke und dabei beginnt der Gesang und es wirkt, als wenn das Publikum die Werke an den Wänden besingt. Das ist ein sehr schöner Moment. Halleluja, Halleluja. Es waren fast 6 Jahre Arbeit, mit ganzem Herzen. Und darum hoffe ich, dass wir zum Pulsschlag der Stadt und der Besucher werden. Aus dem obersten Stockwerk hat man einen großartigen Blick auf die Plaza und das neue Businesszentrum von Manhattan. New York City ist um eine einmalige Kulturinstitution reicher. Hoffentlich eine produktive Plattform im 21. Jahrhundert. Cinema, Kino. Filmstadt Babelsberg. Kulisse für einen Kinofilm, der eine deutsch-französische Liebesgeschichte erzählt, als Deutschland geteilt wurde. Was einem alles einfällt, wenn man verliebt ist. Ich habe die Idee, wie ich Milou wiedersehen kann. Du willst einen Film erstellen? Ja. Das ist wirklich das verrückteste, idiotischste und schönste, was ich je gehört habe. Was soll das für ein Film sein? Ein ganz kleiner, wenig Aufwand. Großes Kino aus Babelsberg hat es schon lange nicht mehr gegeben. Ein Prestigeprojekt des Sozialismus. Erfolgsproduzent Tom Zickler hat auf dem legendären Studiogelände studiert. Damit ging's los. Das könnt ihr gar nicht mit aufziehen. 30 Sekunden Laufzeit. Okay. Film mich doch zum Beispiel mal das hier. Traumfabrik heißt sein neuer Film. Es ist auch ein Film übers Filmemachen. Eine Geschichte, die er selbst erlebt hat. Naja, ein bisschen hat er dazu erfunden. Deswegen heißt sein Held Emil und nicht Tom. Ich bin 1986 hier angekommen. Ich kam von der Armee und hab das erlebt, was Emi eigentlich an seinem ersten Tag, wenn er durchs Studio kommt, erlebt. Hier wurden parallel 15 Filme gedreht. Es waren tausende Komparsen für die einzelnen Produktionen in verschiedenen Kostümen. Da war vom KZ-Häftling über römischen Sklaven, über Osterhasen wirklich alles. Die spielten zusammen Karten. Es war ein Anblick, der mich wirklich fasziniert hat. Der Film beginnt 1961. Emil ist Komparse und verliebt sich gleich am ersten Tag unsterblich in die französische Tänzerin Milou. Dabei bringt er den ganzen Studiobetrieb durcheinander. Und später findet er sich als Regisseur am Set eines großen Films wieder. Er setzt einen Westberliner Regisseur, der durch den plötzlichen Bau der Mauer nicht kommt. Naja, es war eine bunte Welt und die DDR war ja nicht so bunt, wie wir sie jetzt kennen. Auch draußen die Fassaden, aber hier war eben alles komplett bunt und schöne Menschen, außergewöhnliche Menschen, Charaktermenschen. Opa, kein Zutritt für Erwachsene.
Na, da habe ich ja noch mal Glück gehabt. Babelsberg war für uns, oder ich spreche jetzt mal nur für mich, der Hollywood-Ersatz. Ja. Eigentlich wollte ich nach Hollywood ziehen und wollte das nachmachen, was James Dean vorgemacht hat. Das ging aber nicht, wegen eingemauert. DV-Urgestein Michael Gwistek erzählt seinem Enkel in Traumfabrik, wie man sein Glück finden kann. Er verkörpert den Emil der späten Jahre. Na, da muss dein alter Opa aber mal nachdenken. Das ist ja schon eine Ewigkeit her. Also, womit fangen wir denn da an? Er erzählt, wie er einen Monumentalfilm drehte, allein um seine französische Geliebte wieder nach Potsdam zu holen. Eigentlich alles, was in dem Film passiert, habe ich erlebt, außer diese Art von Liebesgeschichte, die ich aber wiederum so grandios gedreht und so grandios gespielt gesehen habe von meinen Kollegen. Ich habe mich sofort hinreißen lassen zu sagen, dass ihr Titanic getoppt habt, das hätte ich nicht gedacht, aber ich habe es so empfunden. Die Handlung hat einen realen Hintergrund. Es kamen oft französische Künstler in die DDR, um in Babelsberg zu drehen. Schauspieler wie Simon Signoret oder Yves Montand, Jean Gabin oder Gérard Philippe zog es nach Potsdam. Es war hip, mit den Kommunisten zu arbeiten. Im Namen der gesamten Filmproduktionsherstellung möchte ich Sie herzlich willkommen heißen in den DEFA-Studios. Es ist uns eine riesengroße Ehre, eine so Weltklasse, Weltstarin von Welt willkommen zu heißen. Das ist wirklich sehr freundlich, aber ich bin schon seit 2 Monaten hier. Morgen reise ich ab. Babelsberg habe ich eher immer so als selbstverständlich hingenommen, weil ich bin Berlinerin und es ist halt das Studio, was da halt ist irgendwie und ein bisschen weiter weg. Und der Film, die Traumfabrik und das Studio Babelsberg haben aber im gewissen Sinne meinen Bezug zu Studios an sich verändert. Und dann war für mich auch plötzlich eine ganz andere Wertschätzung da dafür, dass wir also vor der Tür das älteste Studio, Filmstudio der Welt haben. Das Drehbuch wurde Emilia Schüle übrigens auf den Leib geschrieben. Auch deshalb wird die Verkörperung von Milou für sie etwas ganz Besonderes bleiben. Es war einfach ein Zauber, an den ersten Tag am Set zu stehen. Und als dann wirklich der Moment kam, wo die Elefanten ins Studio reingeführt wurden, das war etwas ganz, ganz Magisches. Diese Magie wurde aber auch schnell wieder aufgebrochen, in dem Moment, wo die Elefanten ins Studio gekackt haben. Und alle angerannt kamen, um schnell die Elefantenscheiße zu entfernen, damit wir endlich weiterdrehen können. Eine deutsch-französische Liebesgeschichte in einem Film, der witzig ist und die Klischees nicht scheut. Ein Schelmenstück um Mauerbau und Mangelwirtschaft, in dem Politik stattfindet, ohne aber die Hauptrolle zu spielen. Hier siegt die Liebe. Welch schönes Schlusswort, die Liebe. Traumfabrik, ab 4. Juli in deutschen Kinos. Und das war's schon wieder für heute. Nächste Woche geht's weiter. Wir besuchen Krakau. Besuchen Sie uns doch auch im Internet auf arte.tv.